anderen Radiodieren sonntags on Tour. Tim Kumpen von TUS 08 Langer Wehe auf dem Wege von Königsdorf Richtung Heimat zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Jochen, guten Abend. Herr Krumm, das erste Mal heute aufgetreten, Rückrundenstart, direkt so einen ganz harten Brocken, Königsdorf, der Tabellenführer. Da war man natürlich, sage ich mal, am Ende nach 90 Minuten ein bisschen schockiert über das Ergebnis oder war man, sage ich mal, überfahren worden auf dem Kunstrasenplatz in Königsdorf? Ja, beides, würde ich fast sagen. Ne? Also, wenn du 6-1 verlierst, dann bist du einmal auf jeden Fall erschrocken. Und zum anderen wurdest du wahrscheinlich auch überfahren. Also von daher haben wir beides mitgenommen. Ja, Halbzeit 3-0 schon zurück. Ist natürlich für den Trainer immer eine schwierige Lösung, in die Kabine reinzugehen und die Mannschaft neu zu formieren. Wie haben Sie denn die ersten 45 Minuten so jetzt als Fazit nach dem Pausenpfiff beziehungsweise dem Ende des Spiels jetzt im Rückfeld betrachten können? Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass wir die ersten 20 Minuten wirklich gut gespielt haben. Ich weiß nicht genau, wann wir das erste Gegentor kriegen, aber wir waren wirklich nicht schlecht dabei, hatten auch meiner Meinung nach mehr vom Spiel jetzt in den ersten 20 Minuten. Und ich glaube auch, dass wir mit Sicherheit hätten einen Elfmeter kriegen können, den hätte man pfeifen können, haben wir dann nicht bekommen. Und dann, wie es so ist, verlieren wir den Ball und was Königsdorf ja brutalst gut macht, ist das Umschaltspiel nach vorne. Das ist wirklich stark und auch diesmal dann wieder, wir verlieren Ball, Pass nach vorne und ich glaube, der Florian Welter läuft auf unseren Keeper zu und aus dem Lauf schießt er den dann gefühlvoll lang oben in den Winkel, also ein super Tor. Und ich glaube, ja, so war es eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie einfach brutal gut nach vorne umschalten und da sind wir dann einfach nicht mit zurechtgekommen und dann haben wir, glaube ich, danach in der zweiten Halbzeit noch eine rote Karte bekommen. Und dann war die Hoffnung auch weg, muss man dann auch einfach so sagen. Ja, man wusste natürlich schon von der Hinrunde, Königsdorf, die große Überraschung vielleicht in der Bezirksliga. Nach einigen Spielen hat es sich so herausgestellt, man hat sie beobachten können hier in der Region. Man war also schon, sag ich mal, gut vorbereitet. Wie kann man sich das denn vorstellen oder sag ich mal erklären, dass man denn mit 6-1 untergeht? Klar, rote Karte haben Sie gerade angesprochen, 3-0 zur Halbzeit. Für Sie als Trainer natürlich in der Halbzeitpause schon eine schwierige Lösung für die zweiten 45 Minuten. Die passende Worte oder die passende Lösung eventuell zu finden? Ja, also zunächst mal, wir wussten genau, wie Königsdorf kommt und haben es auch die Woche trainiert. Und in den ersten 20 Minuten schien das ja auch halbwegs zu passen. Und dann kriegst du eben so ein Tor und kurz danach noch eins. Und dann ist es natürlich auch schwer, dann noch dran zu glauben, dass du beim ersten das Spiel noch drehst. Dann kriegen wir ja sogar noch das dritte und dann war es ganz schwer. Dann haben wir in der Halbzeit auch umgestellt, Formation ein bisschen geändert. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, wenn wir vielleicht recht früh ein Tor schießen, dass Königsdorf auch mal ins Überlegen kommt. Dann haben wir leider nicht das Tor geschossen, sondern Königsdorf und dann war der Glaube auch, glaube ich, dann auch weg. Ne, das ist dann so. Und ist halt im Endeffekt verloren, da gibt's nichts. Eine gute Truppe nach vorne und defensiv, wenn die vorne dann Ball kriegen. Und deshalb, du kannst in Königsdorf verlieren, natürlich kannst du da verlieren, die Höhe ist sehr enttäuschend. Das ist so. Ja, Mund abputzen, ab nach Hause, nächste Woche geht's weiter, man freut sich schon auf das nächste Spiel. Aber für Sie als Trainer jetzt schon, für die nächsten Vorbereitungen zu Hause, muss man die Mannschaft erst wieder mal neu, sag ich mal, programmieren. Ne? Von diesem sogenannten Desaster muss man sie wieder auf die Erfolgsspur zurückkriegen. Ja, genau. Das ist nicht einfach. Also wir spielen jetzt am Mittwoch auf der Asche beim türkischen SV und am Sonntag in Sötenich auswärts. Also das sind auch zwei super schwere Auswärtsspiele, wo du erstmal was holen musst. Und gerade jetzt nach dem Spiel heute geht es erstmal darum, die Jungs aufzubauen und das Spiel aus den Köpfen zu kriegen, wieder Spaß am Fußball zu finden. Und ne, irgendwie wir müssen am Mittwoch mit Spaß wieder rangehen und das abrufen, was wir eigentlich können und hoffen, dass wir da gewinnen. Ne, was sehr schwer wird, was wirklich sehr schwer wird. Aber ja. Wir dürfen uns da jetzt nicht so lange mit aufhalten. Wie gesagt, man kann da verlieren, die Höhe ist schlimm und auch nicht korrekt. Aber wie Sie sagen, Mund abputzen, weiter geht's und auf Mittwoch fokussieren.
Ja, Tim Krumpen, TuS 08, Langer Wehe, heute in Königsdorf gewesen, am Mittwoch hier in Düren auf der Fellner Straße auf Asche. Vielen Dank und schönen Abend. Gleichfalls.